reicht auf jeden Fall. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen, ja, Turtles-Video. Alle guten Dinge sind drei, glaube ich, war das jetzt, ne? Ja, Video Nummer drei. Und ich muss jetzt nochmal Ihnen vorstellen, wieder mal zu Gast Stefan, a.k.a. Zodax Zeittresor. Hi, moin. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich nochmal wieder ein drittes Mal hier auch bei dir sein kann zum Auspacken von weiteren Turtles-Figuren. Allerdings diesmal keine Turtles. Nee, Turtles, und du hast tatsächlich Turtles. Dieselben Klamotten an. Wie kommt's? Ja, du auch. Ja. Irre. Ich habe nur ein paar. Nee, wir haben tatsächlich jetzt vor, ein etwas längeres Video zu machen und packen in einem Rutsch einige böse Wichte aus. Auch das sind neue Sets. Aber erstmal zeigen wir mal die Box. Die Boxen sind schon mal cool, ja. Die Boxen sind cool. Das hier ist zum Beispiel ein Vierer-Set, frisch rausgekommen im Jahre 2023. In Form dieses coolen Cadillacs. Ja, es ist leider die Verpackung. Diese Cadillacs gibt es auch als Playset in der Vintage-Line. Mhm. Wie gesagt, sehr, hier sehr cool. Die ganzen vier und nochmal von oben, ja, spiegelt so ein bisschen, ne? Und auf der Rückseite, auf der Unterseite sind dann halt diese vier Charaktere, die halt im Set drin sind. Zeigen wir euch gleich. Und danach packen wir noch dieses geile Teil hier aus, auch in Form eines Fahrzeuges mit dieser Bohrer. Den hatte ich auch als Kind. Sehr, sehr cooles Gefährt. Ist so ein bisschen das Gegenstück zum Partywagen und auch hier mega cool bemalt von allen Seiten. Einmal von oben, einmal von links, einmal von rechts. Und hinten auch mit Krang hinten drauf. Also Boxdesign kann auch Playmates ganz gut. Sehr, sehr cooles Set. Und die Unterseite sieht man diesmal nämlich nicht. Das ist eine Überraschung, was hier drin steckt. Wir werden es sehen. Genau, aber erstmal geht es ja hier halt um diese Bösen. Da haben wir zum Beispiel einmal Leatherhead. Das ist leider auch ein bisschen eigenartig, weil in dem Comic, beziehungsweise in der TV-Serie, sah Leatherhead nämlich komplett anders aus. Das und stimmt. Hier hast du halt so einen Krokodil. Ja, ich meine, es ist ein Krokodil, aber er sah halt anders aus. Dann haben wir noch hier Wingnut mit Screw Loose. Wie auch immer das ausgesprochen wird. Ein selten hässlicher Vogel. Genau, den gibt es auch als Neckar-Variante. Ah, hätten wir jetzt auch mal holen können, die Neckar-Variante. Habe ich nämlich hier, aber bin ich jetzt zu faul aufzustehen. Ne? Genau, du hast. Und dann hier ganz klassisch den Foot Soldier. Von dem braucht man ja eigentlich ein paar mehr. Hier ist jetzt nur einer. Leider haben sie hier bei der Bemalung ein bisschen gespart, denn auf dem Kopf ist normalerweise ein roter Fuß. Aber bei der Version hier fehlen die Zehen, die Zähne, wollte ich schon sagen. Die Zehen fehlen und dadurch sieht das Ganze eher wie eine Erdnuss aus, aber das können wir uns gleich nochmal im Detail angucken. Und dann haben wir hier noch den Mutagen Man und der ist ein ziemlicher Fail, nämlich. Ja, und zwar, wir zeigen es euch gleich, aber man sieht es schon in der Verpackung, wenn man jetzt hier mal genau reinguckt in der Verpackung. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Genau, da fehlt nämlich die Waffe und der Tank, den er nämlich hinten anschnallt, weil der Schlauch ist zwar hier zu sehen, ne? Hier, der Schlauch, den man hinten ranmachen kann, aber leider fehlt das halt. Und das haben halt einige YouTuber, amerikanische, englische, schon extrem bemängelt. Das ist ein absoluter Fail. Und gerade bei Playmates, die ja die erste Toy Company waren, die halt Turtles Lizenzen und Turtles rausgebracht haben, hier nochmal die Figuren rausbringen und dann das Zubehör fehlt. Entweder die wollten das so oder es ist ein Produktionsfehler. Also eins von beiden, ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das so wollten. Ich glaube, da hat irgendeiner geschlampt. Auf jeden Fall. So, ich mach mal Leatherhead hier auf. Ja, ich mach mal den Foot Soldier auf. Die Karten übrigens sind nicht gerade spektakulär, weil auf der Rückseite, die Rückseite haben wir gerade gezeigt, ja, ne? Alle gleich. Die Rückseite ist nämlich komplett alles gleich mit so einem kleinen, ja, ich muss mal sagen, Comic, so ein bisschen Erklärung, was die Turtles sind und dann hier die entsprechenden Charaktere, die hier in dieser Wave drin sind. Mhm. Leider, alle gleich. Schade. Es gibt, glaube ich, schon neue Kartenvarianten beim Foot Soldier, dass halt oben das Artwork, also quasi dieses Bild hier, dann halt der Foot Soldier also wirklich drin ist. Ist das der erste Foot Soldier, den du jetzt hast, oder hast du schon einen? Nein,
Okay. Das ist der erste. Also wenn, dann bräuchte man Minimum, ich würde sagen, 5. 5? Ich finde 3 sind schon okay. Man muss nicht immer so maßlos sein. Es gibt aber tatsächlich... Aber sollte mehr als einen... Ich hab mal ein Bild gesehen bei Instagram, da hat einer eine ganze Vitrine und ein ganzes Regal nur Foot Soldier gehabt. Ja, es ist halt und so eine klassische Army-Building-Figur. Und zwar, ja, und zwar komplett original verpackt. Oh. Ja, alles... Unnötig. Also ich finde, Army-Building original verpackt macht ja gar keinen Sinn. Hier, yeah, das kann man wenigstens aufheben. Ja, aber die muss man doch auspacken. Sonst Army-Building und dann nicht. Also zum Thema Auspacken, klar, es gibt Leute, die sammeln, die sagen sich so, hey, die Karte, das sieht alles ganz gut aus und so, keine Risse, keine Dings, ich lasse das halt eingepackt. Ja klar, aber dann kaufe ich mir nicht dieselbe Figur 20 Mal. Das ist seltsam. Ich sag mal so, Toys sind dafür da, um ausgepackt zu werden. Okay, wenn sie jetzt so 30, 35 Jahre alt sind, dann überlege ich mir auch schon 2-3 Mal, packst du das jetzt aus oder, ich heiße ja nicht der Ultimate Player, der ja alles auspackt. Schöne Grüße. Ich glaube, er kennt mich gar nicht. Alter, du kennst ihn, ne? Hm? The Ultimate Player? Ja, ich bin ihn. Persönlich auch? Auch persönlich, ja. Auch persönlich. Okay. Aber er kommt wahrscheinlich nicht aus der Gegend hier, ne? Nee. So, jetzt kann man es nochmal sehen hier, dass der Fuß einfach kein Fuß ist, weil er keine Zehen hat. Sieht halt aus wie eine rote Erdnuss. Kann ich nicht ganz verstehen, wie sowas passiert. Hier siehst du, es ist einfach nur so ein roter... Ja, es ist wahrscheinlich nur so ein Stoch, so minimal leicht kann man das erkennen, dass es ein Fuß ist, aber ja. auf den zweiten Blick erst. Ja. Ja, sonst entspricht die Figur ziemlich den anderen Neuauflagen. Es ist eben alles so ein bisschen matt gehalten, glänzt nicht so. Aber an und für sich macht die Figur einen relativ wertigen Eindruck. Die Beine wackeln schon mal nicht, wie bei einigen von den Retro-Turtles. Also so im ersten Moment bin ich ganz zufrieden. Während ich hier noch so kämpfe mit hier Leatherhead... Also jedes Mal, wenn ich so Leatherhead sage, kommt mir hier Texas Chainsaw Massacre in Gedächtnis. Ja, das ist wirklich so. Die Farben von den Armschonern sind ein bisschen, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera wahrnehmen kann, ein bisschen blasser als im Original. Ich habe sowieso das Gefühl, dass die meisten Farben ein bisschen blass geworden sind. Auch hier das Zubehör von Wingnut sieht nicht so gelb aus, wie es im Original war, sondern es ist eher so ein milchiger Gelbton. Bisschen schade. Aber naja. Oh, jetzt wurde ich gerade wieder von hinten schmeißen. Auf hohem Niveau. So, Ledergesicht. Ja. Lederkopf, ne? Ach so. Oder? Ist es nicht Leatherhead oder ist es Leatherface? Leatherhead. Ja. Zubehör wieder hier klassisch in diesem Rahmen, wie man es kennt. Das sind auch die Waffen, die es damals schon gab. Allerdings anscheinend auch so ein bisschen transparenterem Plastik, also das Messer jedenfalls, da scheint das Licht so durch. Finde ich ein bisschen seltsam. Jetzt ist die Frage, soll das so? Hier ist so ein Gummi jetzt hier über die über den Kopf. Das musst du abmachen. Ja, aber dann habe ich doch hier. Ich wollte kurz sagen, zeigt er den Stinkefinger? Das Gummi muss weg. Das Gummi muss weg. Das Gummi muss weg. Also bei bestimmten Situationen muss das Gummi natürlich nicht weg. Aber hier... Ja, man kann so leicht den... Ja, die Bemalung der Zähne ist nicht wirklich gut gelungen, aber okay. Pack schon mal den Mutantenmann aus. Du bist echt schnell mit dem Auspacken hier. Du bist echt langsam. Ja, also, Leatherhead. Wie er leibt und lebt in der... In der Cartoon-Serie sah er ganz anders aus, aber in der Vintage-Line sah er auch genauso aus. Leatherhead hier mit der Waffe auf dem Rücken. Ja, finde ich ganz gut. Zack, zack. Jetzt hier mit der Waffe, das nach hinten. Ja, ich finde auch ganz gelungen. Ganz witzig aus. Mhm. Er kriecht halt so auf dem Boden rum. Oder kann er auch stehen? Nee, stehen kann er wohl nicht, oder? Ja, ich versuch's gerade. Eigentlich muss er... Doch. Also man kann ihn auch quasi so hinstellen und auch im Liegen quasi. Das geht auch. Er ist eine Figur, die ich damals nicht hatte.
Aber sieht ganz cool aus. Schön ist auch der Gürtel mit vielen coolen Details. Dann haben wir noch so eine Bärenfalle dazu. Ne? Ich sag mal so eine Bärenfalle. Kann man die auf- und zuklappen? Hat die ein Gelenk? Die hat tatsächlich. Oh, geil. Das sieht aus wie so ein Maul hier. Ne? Ja. Ne? Tatsächlich, man kann sie halt aufmachen. Sieht aus wie diese Mauser. Diese Roboter von Baxter. Ja, genau. So, jetzt muss ich mir nochmal den Food Soldier hier mal ein bisschen genauer anschauen. Ja, der sieht gut aus. Auf dem Rücken haben wir hier, das meine ich nämlich. Hier auf dem Rücken der beiden Produktionsstempel steht nämlich 2013 drauf. Ach, guck mal. Genau, da haben sie sich noch nicht mal die Mühe gemacht, hier das zu ändern, sondern sie haben einfach nur die Figur neu rausgekloppt. Ja, der ist auch ein bisschen dreckig, ne? Wahrscheinlich vom Produktionsbetrieb ist das Gesicht ein bisschen dreckig. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht hier. Das Gesicht ist ein wenig dreckig. Aber du hast recht, oben der Punkt. Mit ganz viel Fantasie kann man das als Fuß. Das sieht aber eher aus wie so eine Faust. Ja. Aber er steht gut. Wo sind die Waffen? Da sind die Waffen. Wo macht man das jetzt ab? Ich glaube hier, ne? Ich glaube hier, da klippt man das ab. Also die Waffen lasse ich jetzt nochmal dran, das mache ich ein bisschen später. Hast du die schon gezeigt, die Waffen? Ja, ich habe alles schon gezeigt. Sehr schön. Ja, ich habe ja auch schon den nächsten Kollegen hier ausgepackt, den Mutantenmann. Was ich ein bisschen seltsam finde, dass nur ein Auge nach vorne guckt, das andere sieht man kaum, das guckt so zur Seite. Ich habe gedacht, vielleicht kann man den Inhalt ein bisschen drehen, aber habe es irgendwie nicht hinbekommen. Man kann zwar diesen Pronökel hier oben abnehmen, ich weiß nicht, ob man da vielleicht irgendwie Wasser reinfüllen soll oder Schleim oder so. Ja, da kommt Wasser rein, ja. Wasser, okay. Aber passiert irgendwas, wenn man da Wasser reintut? Nö, ne? Nee, das ist einfach nur. Aber guck mal, ein Wasser. Auge guckt nach vorne, das andere sieht man gar nicht richtig. Das guckt da irgendwie so zur Seite. Du kannst, glaube ich, auch das Ding auseinanderbauen. Und zwar kannst du das Geschirr komplett hier abnehmen. Ja, das habe ich schon gesehen. Das Geschirr kann man abnehmen. Ja, die Frage ist, bringt das was? Wenn man das Auge ein bisschen nach vorne biegt oder so. Ja. Ich würde sagen, ey, das sieht aber auch gar nicht mal so schlecht aus, wenn das dann halt ein bisschen. Hier ist der Deckel. Ist ja auch ein Mutant. Genau, so ein Mutant kann auch mal ein bisschen zur Seite schielen. Richtig. So, und jetzt kommt nämlich das, wo hast du das Ding? Das einzige Zubehörteil, der lilane Schlauch, der keinen Anschluss findet, ne? Genau, man hat hier oben hier diese zwei Pinökels, hast du ja gerade gesagt. So, und jetzt mache ich hier diesen Schlauch hier ran, in einen diesen Pinökel, und... Ich mach schon mal den nächsten auf. So. Und nimm den irgendwo. Ja. So. Man kann ihn nur so ranmachen. Also hier ist ein großer Fehl. Hier müsste auf der Rückseite noch quasi der gelbe Tank noch rangemacht werden. Aber immerhin kann man den Schlauch überhaupt irgendwo festmachen. Also das ist ein großer Fehl. Es gibt natürlich das Zubehör, also die Waffen und der Tank gibt es natürlich irgendwo in der Grabbelkiste. Irgendeiner verkauft das garantiert. Aber auch gerade. TMNT-Zubehör, also wenn es halt Vintage ist, ist extrem teuer. Da wollen einige für so ein kleines Teil teilweise 10, 15 Euro oder Dollar haben. Bei Masters genauso. Zubehör ist immer das teuerste, weil das halt auch am ehesten fehlt. So, stellen wir den mal hier so hin. Also wie gesagt, von der Optik her und auch von der Bemalung ist das wirklich gut gelungen. Eine schöne Retro-Figur, keine Frage. Nur halt mit dem... Ja, das ist halt ist ein großer Fehl halt, ne? So, wo hast du jetzt die andere Figur gelassen? Welche anderen? Da stehen sie doch. Ach ja, stimmt, waren vier. Ja, das waren nur vier. Willst du den hier weiter auspacken? Nö, du kriegst es schon hin. Ich kann ja schon mal was Nächstes auspacken. Und zwar hier, ich mach mal hier Shredder. Ja, und zwar von einem anderen Set, einem Set im Style des Party Wagons. Stimmt, das hatten wir schon mal ausgepackt. Das hatten wir ja schon mal ausgepackt.
Und zwar mit den vier Turtles, wobei die vier Turtles ja auch aus einzelnen ich ja bestellt habe bei World of Nerd, genau. Und ich hatte ja nochmal, ich wollte ja Shredder und Splinter ja nochmal haben, habe aber das gesamte Set nochmal neu gekauft und die anderen Turtles praktisch verkauft. Also hier ist dann der Meister Schröder. Meister Schröder. Oh, das ist ja furchtbar. Wenn du dich daran erinnerst, im Film haben sie tatsächlich auch Schröder mal gesagt. Ja, als Gag, ne? Was? Als Gag. Ja. Ja. Ich frage mich, ob man uns überhaupt noch hört auf dem Video mit diesem Lärm, den wir veranstalten. Ja, doch. Ich würde sagen, doch. So, dann haben wir den guten Wingman hier ausgepackt. Aber auch er scheint mir nicht komplett zu sein, ne? Der müsste doch Flügel haben. Wo sind denn die? Ja, hier vielleicht. Ach so, oh ja, doch. Sorry. Nee, nee, der ist schon komplett. Ja, der hat ja auch richtig viel Zubehör. Der hatte noch so eine fette Wumme dabei und halt eine Handgranate. Was einzige, was ein bisschen schade ist, dass das halt so ein milchig gelbes Plastik ist und nicht richtig knallgelb, wie es früher war. Aber vielleicht soll das auch so sein, damit man das eben nicht als Vintage Zubehör verkauft oder so. Ich weiß es deswegen nicht. Drucken sie zum Beispiel bei den Star Wars Figuren auf diesen ich sag mal Vintage Style Figuren einen riesigen Aufkleber auf Retro. Damit Leute nicht auf die Idee kommen, das als Original 70er, 80er Jahre Figur zu verkaufen. Aber es ist nur ein Sticker, den kannst du ja abmachen. Den kannst du ja natürlich abmachen, aber der Kenner, der erkennt das natürlich, dass es eine... Der Kenner erkennt es. Ja. Der Kenner erkennt es. Genau. Das ist extrem aufwendig hier. Also was ich schön finde, dass hier anscheinend zumindest nicht mit Bemalungsdetails gegeizt haben, denn die Figuren sind schon recht aufwendig bemalt. Auch hier im Inneren hat man nochmal diesen ursprünglichen Fledermausflügel drin. Sehr cool. So, Flügel halten auch ganz gut. Jetzt musst du noch seinen Freund da noch irgendwo raufsetzen. Der ist... nee, guck mal sonst auf dem Bild drauf. Warte mal. Wo soll ich denn da raufsetzen? Man kann ihn hier so an den Arm hängen. Ach nee, warte mal. Ach nee, da kommt die Granate ran und da kommt die Waffe ran und sein Freund ja, sitzt irgendwo auf dem Arm. Ja, ist auch okay. Ah, ja, auch diese Figur habe ich als Necker-Variante. So, jetzt habe ich ihn hier mal mit seinem ganzen Zubehör bestückt. Also der ist wirklich eine sehr schön aufwendige Figur. Also er hat die Waffe in der Hand, er hat seinen kleinen Kollegen am Arm, er hat die Handgranate oben an seinem Flügel und er hat auch noch jede Menge Dynamit hier an seinem Gürtel. Also der hier ist, also er ist natürlich mega hässlich, aber auf jeden Fall ist er schön gemacht. So, dafür habe ich jetzt die hässliche Figur. Also ja, dieses, das ist halt auch wieder, dass Blau es so hier, milchig ist, ne? Das ist echt ein bisschen seltsam. So war das so, damals so, nicht. So matt, ne? Matt, milchig, gummiartig. Die Vintage-Figur sah ja eigentlich genauso aus. Ja, nur dass die Farbe nicht so komisch war, ne? Warte mal, ich glaube, so stand sie, ne? Irgendwie so. Nee. Ja doch, weil die Füße ja so eingeknickt sind hier. Ja, aber du machst es nicht ganz richtig. Habe ich schon im Ansatz gesehen, dass es so nichts wird. Gut, dann möge man mir doch bitte... helfen. Ja, das ja, sieht auch ganz gut aus. Nice. Ja, der und die kippt nämlich gleich um. Nein, tut sie überhaupt nicht. Nee, tut sie wirklich nicht. Ach, die haben den Fuß, aber ich bin der Meinung, die haben den ein bisschen umgeformt. Deswegen musst du die ja auch so breitbeinig im Dings hinstellen, damit glaube, das überhaupt irgendwie passt. Ja, du hast recht. Ich war der Meinung, dass die Vintage-Figur ein bisschen anders geformte Beine hat. Müsste ich zu Hause nochmal angucken. Ach, du hast die Vintage-Figur? Ja. Warum hast du die nicht mitgebracht? Hast du mir nicht gesagt. Stimmt. Ich habe gedacht, du denkst mit. Ich wusste nicht, dass wir heute einen Schröder auspacken. Davon hast du nichts gesagt. Ich habe gesagt, wir packen Turtles aus. Ja, ich habe jede Menge Sets. Ich habe dir sogar Bilder geschickt von den Sets. Also nee, aber ich bin der Meinung, dass das Bein irgendwie bei der Vintage-Figur nicht so geformt war. So mit diesem angewinkelten Fuß. Ich muss mir das zu Hause nochmal angucken. Das sieht irgendwie ein bisschen seltsam aus. Schickst du mir dann Bilder mal rüber? Ja, mache ich. Sehr schön. Weißt du übrigens, warum der so komisch gekrümmt dasteht? Na? Weil der Shredder ja größer sein sollte als die Turtles, aber
Die Faulpelze bei oder die Sparfüchse bei Playmates wollten keinen größeren Blister machen. Die Figuren sollten alle in eine Blistergröße packen. Da haben sie gesagt, okay, der Schredder muss zwar von sich aus an sich größer sein, aber wir stellen ihn so gekrümmt hin, dass er halt trotzdem noch in diesen kleinen Blister passt, wo auch die Turtles reinpassen. Das ist der Grund, warum Schröder so eine gebückte Körperhaltung hat. Er sieht ja echt ein bisschen behindert aus, muss man leider sagen. Vielleicht ist er das auch. Nee, eigentlich ist er das nicht, aber also ich finde, einer der hässlichsten Villains, die je rausgekommen sind, das ist einfach Shredder unwürdig. Wenn man überlegt, wie cool Shredder in der TV-Serie war, ist das hier einfach nur ganz, ganz traurig. Der sieht ja auch nochmal schlechter aus als die Vintage-Figur. Auch der Helm sieht aus wie ein Radiergummi. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber der ist so total, ja, das ist so ein ganz mattes, milchiges Gummi. Also es sieht total billig aus. Also ist halt so ein bisschen Billo, ne? Ist ganz, ganz schlecht. Gefällt mir gar nicht, muss ich leider sagen. Ja. Und auch hier sein Höschen sieht halt aus wie eine Windel, aber das war früher auch schon so. Ja, es ist, wie es ist. Ja. Ich meine, guckt euch auch mal diesen Rücken an. Also es ist ja wohl maximal deformiert aus. Ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat. Vielleicht nee, soll das auch der Shredder sein nach dieser Explosion, wo er schon vom Dach gestürzt ist und wo schon das Dynamit in seinem Gesicht explodiert ist. Vielleicht sah er danach dann so aus. So, dann stell dich mal hin. Ja, wenn er denn stehen würde. Mit seinen Waffen-Rack. Und dann packen wir jetzt hier den Meister Splinter aus. Bei dieser Figur hier, die sieht... Übrigens, es gibt, glaube ich, bei Splinter so eine Art, und auch bei den Turtles, so eine Art Softhead-Geschichte. Die Erstauflage hatte einen Gummikopf, die späteren Auflagen hatten einen Plastikkopf. Plastikkopf. Bisschen mal laut hier. Ah, guck mal, ich habe ihn einigermaßen zum Stehen gebracht. Aber es sieht halt... Kannst du den Body ein bisschen nach hinten biegen? Weil es sieht ja so aus, als wenn er so extrem wie so ein alter Sack nach vorne gekrümmt aussieht. Ja, leider ist das auch so. Ich glaube, viel geht er nicht. Er ist halt auch designt wie ein alter Sack. Ich meine, guck dir das mal an hier mit dieser komischen Windel. Das sieht ja furchtbar aus. Der Windelträger unter den Turtles. Oder beziehungsweise, naja, gut, Turtles ist es ja nicht. Es ist ja halt ein Bösewicht. Ja, ein Bösewicht. Sonst hat er hier seinen Stock. Was ist denn das? Was denn? Da steckt man das ja rein. Das ist so eine versteckte Klinge. Ah, ja, ich bin halt ein bisschen Doom. Ja, du kennst dich halt nicht so aus, deswegen bin ich ja auch hier. Ich sag ja, ich muss mir die alte Turtles-Zeichentrickserie nochmal anschauen. Das ist aber extrem schwierig, weil es die, wenn überhaupt, auf DVD recht teuer gibt. Da warte ich nochmal auf eine Blu-ray-Neuauflage. Übrigens, die Masters sind ja in einer neuen oder in dieser alten Synchro ja neu erschienen von Plalion Pictures oder so? Playon Pictures. Ja, irgendwie so, jedenfalls auch für teuer Geld. Irgendwie 130 Euro oder so? 140. Noch schlimmer. Aber auch komplett mit dem She-Ra-Cartoon dabei. Okay, aber das rechtfertigt trotzdem nicht den Preis. Also man kriegt die Figur nicht besonders gut zum Stehen, muss man leider sagen. Also Shredder steht genauso furchtbar, wie er aussieht. Und der steht ja gar nicht. Was hat er so Riesenfüße? So, also Shredder steht, aber nur extrem komisch und vorne übergebeugt. Steht wirklich nicht? Ja, aus seinem Schwanz. Ja, der hält wenigstens. So, jetzt haben wir hier, warte mal, kurz gucken. Also das ist jetzt hier der Meister Splinter, ausgepackt, ne? Mit seinem schönen, ja, Magenta, violettfarbenen Tütü. 213 übrigens, 2013. Ja, ich sag ja, die haben sich nicht die Mühe gemacht, das umzuändern. Ja. Auf der Cardback steht... Steht gar nichts drauf. Ach, warte mal. Doch hier. Splinter. Nehmen wir mal das. Aber das ist die gleiche Line. Hier steht drauf
2020. Es mag ja sein, dass die Figur 2020 neu produziert worden ist, allerdings der Stempel ist von die Gussform. Ja, genau, oder so, genau. Steht doch. Er steht, tatsächlich. So, dann hat er noch seinen Flitzebogen hier. Hier, ne, der Flitzebogen. Und dann hier das Waffenrack, das mache ich erst später ab, mit seinem Gehstock, den Sternen. Ne, auch das ist natürlich halt immer Playmates üblich, dann halt hier so rangeditscht, das musst du extra... Die ja. Waffen sind nicht gestempelt, ne? Bei mir sind die nicht. Haben die keine Markierung? Made in China oder so, steht nichts drauf. Nee. Bei dir? Nee, hier ist gar nichts. Ich frage mich auch gerade, wo man das hätte. Ja, wahrscheinlich hier an der Seite, aber nee, da steht nichts drauf. Oder irgendwo hier im Griff. Dann lassen wir das mal hier so. Zack. Ja, 2, 4, jetzt haben wir schon 6 Figuren. Kommen wir gleich zu den nächsten. Also wie gesagt, ich bin mega beeindruckt von den Figuren, aber auch ein bisschen enttäuscht wegen Mutagen Man. Da fehlen halt 2 wichtige Teile. Nee, lass mal dran. Lass du über Schwert abmachen. Okay. Dann nicht. Ich mach das später, bevor das alles hier kaputt geht hier. So. genau. Kommen wir gleich weiter, und zwar, damit das nicht allzu lange hier geht. Genau. Jetzt bin ich aber echt interessiert, wie das Fahrzeug jetzt hier heißt. Warte mal, ich kann ja mal googeln. Genau, ich google mal, wie das Fahrzeug heißt. Ich pack schon mal aus. Mhm. Also wir haben hier. Na, machen wir mal später. Wir haben einmal Slash. Dann haben wir hier Krang. Ne, das intelligente Brain. Ah, und dann haben wir hier noch einen Foot Soldier. Ach tatsächlich, da ist noch einer drin. Ja, nice. Hast du schon mal 2 von 5? Sehr schön. Dann haben wir den guten Baxter Stockman in seiner Fliegen-Mutanten-Version. Und zu guter Letzt haben wir noch einen sehr hässlichen, schlecht bemalten Bebop. Da ist aber noch einer drin. Ja, ist noch ein Rocksteady. Ja, selbstverständlich. Ja, hier ist nicht noch hier, ne? Ein nicht ganz so schlecht bemalter Rocksteady. Also was sie sich beim Bebop gedacht haben, das verstehe ich wirklich nicht. Also der sieht aus wie das letzte Scheiß-Bootleg, ganz ehrlich. Also das ist so eine miese Figur. Kann ich nicht verstehen, wie man sowas rausbringen konnte. Und wenn man sich dagegen anguckt, wie aufwendig dann wieder hier der Batman bemalt ist, ist das schon ein bisschen seltsam. Also hier fehlen halt sämtliche Farbteile. Guck nochmal, warte mal. Eins, ja, mehr gibt's nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. 2, 4, 6. Warte mal, hattest du den Slash? Ja, ja, habe ich schon gezeigt. Der ist ganz unten, habe ich das schon gezeigt. Okay. Nee, weil ich war gerade leicht verwirrt, wo der Slash ist. Ja, der erste, den ich rausgeholt. Aber du hast recht, Bebop, da bin ich auch ein bisschen enttäuscht. Die Füße, die Schuhe sind nicht richtig bemalt und hinten auf der Rückseite der Schwanz, das ist auch komplett. Ja, sein Gürtel ist nicht bemalt, dieser Kettengürtel. Mhm. Und das Gesicht sieht halt auch mega schäbig aus. Da muss halt diese Version dann herhalten für Bebop. Wobei es gab von Bebop auch schon mal eine Variante damals, wo das Gesicht so stark bemalt war. Aber dass sie hier die Farbe der Schuhe und alles, also seine Beine sind komplett schwarz. Da ist gar kein, sieht man auch auf der Rückseite, ist tatsächlich gar kein Farbdetail. Aber, pass auf, jetzt. Traurig. Vielleicht weiß es nicht, aber ich weiß es. Ich habe nämlich jetzt letztens vor einiger Zeit nämlich gesehen, das ist ja eine neu produzierte Figur, auch hier 2021. Es gibt allerdings aber auch Varianten. Pass auf. Und zwar ist natürlich das Artwork hier wiederum gleich mit dem gleichen Gesicht der Turtles. Es gibt allerdings aber auch jetzt Varianten bei Target oder Walmart, je nachdem, wo halt der Charakter hier oben quasi als Bild oder an den Seiten zu sehen ist. Und es soll tatsächlich jetzt neue Varianten geben, wo hier unten die Füße, die Schuhe bemalt sein sollen. Ja, das weiß ich. Hab ich tatsächlich schon gesehen bei einigen
Instagram-Accounts. Ja, das sind halt hier die Figuren aus diesem Set, da haben sie sich die Mühe mit den Karten nicht gemacht. Da haben sie halt diese Einheitskarten genommen, aber es gibt die Figuren in den USA halt auch einzeln zu kaufen. Mhm. Und wenn man sie einzeln kauft, dann haben sie ihre Individualkarten. Und ja, da soll jetzt wohl nochmal ein Bebop rausgekommen sein, wo die Bemalung, nachdem die Fans sich wohl extrem beschwert haben, wo die Bemalung dann auch wieder eher der Vintage-Figur entspricht. Ja, da will ich gerne die nochmal irgendwann mir zulegen, aber da musst du halt über eBay leider greifen, weil Target oder Walmart, die, ich glaube, Walmart hat zwar einen Online-Shop, aber die liefern leider nicht international, sondern nur in den USA. Ja. Es gibt aber einen Trick, wie man das auch nach Deutschland liefern lassen kann mit so einer US- Ja, man kann sich Adresse, natürlich so ein Postfach da mieten. Genau. Das ein Paketfach. Das ist aber auch wieder mit Kosten und Umwegen verbunden und ja, ich weiß nicht. Ich fange schon mal an. Ich fange auch schon mal an. Ich habe jetzt hier Crane. Rückseiten sind wieder einheitlich. Hatten wir ja schon gesagt, keine Individualkarten. Leider nicht. Aber das macht auch nichts. Es geht ja hier um die Figuren. Der ein oder andere wird jetzt wieder sagen, so, was? Ihr zerstört die Wertanlage. Ja, genau. Also wenn ich jetzt nur nach Wertanlage sammeln würde, ich glaube, dann bräuchte ich gar nicht sammeln. Oh. Ja, toll. Jetzt hast du den Schredder umgeworfen. Ja, der steht ja. Der ist leider im Kampf gefallen, auf Deutsch gesagt. Jetzt, er ist wieder auferstanden. Ich glaube, hinter mir türmt sich so langsam die Blister-Verpackung. Ja, neben mir auch. Hier kannst du ja nochmal zu erinnern. Falls du den noch auspacken möchtest. Ich wollte gerade sagen, ob ich einen eingepackt lasse? Kannst du auch einen eingepackt lassen. Nee, die Food, wir packen hier alles aus. Krang ist ja der Böse unter den Turtles. Achso, ja, weil es ein bisschen lauter ist, deswegen muss ich ein bisschen. Musst du drüber wegschreien. Ich muss ein bisschen, ja, leider. Was kannst du denn zu Krang denn sagen? Du bist doch hier eher unter uns hier ein bisschen mehr im Turtles-Thema. Ja, Krang ist der fiese Obermutant aus der Dimension X und heuert Shredder immer wieder an, um irgendwelche finsteren Pläne für ihn auszuführen. Weil Krang hängt ja fest in der Dimension X und kann nicht auf die Erde, möchte die Erde aber gerne erobern. Und deswegen muss Shredder ja immer wieder finstere Pläne, meistens irgendwelche komischen Hightech-Maschinen klauen, um damit irgendwelche Portale zu öffnen. Aber die Turtles kommen immer wieder in den Weg. Und eigentlich möchte Shredder ja auch lieber die Turtles bekämpfen. Nur Krang interessiert sich nicht so sehr für die Turtles. Der will ja lieber seine eigenen. Es ist so eine Zweckallianz, die so ein bisschen. Er hat doch sein Gefährt, sein, wie heißt Technodrom. Der? Technodrom. Nee. Oder wie das Ding, wo er da in den Bauch sitzt. Ach so, dieser Roboter. Ja. Ja. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Ich weiß gar nicht, ob der einen Namen hat. Doch, der hat. Ja. Der Name. Ist ja nur ein Roboter. Hier, kann man. Oh, nice. So, also was hier schon mal beim Slash mir direkt negativ ins Auge fällt, sie haben es nicht geschafft, die Bemalung von dem Körper passend zum Kopf und zu den Armen hinzubekommen. Also der Körper ist viel grünlicher als der Kopf. Ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, weil der Körper ist eben bemalt, während der Kopf und die Arme aus dieser Farbe gegossen sind. Aber da hätte man sich ein bisschen mehr Mühe geben können. Also der Körper sieht so aus, als wenn er schon so ein bisschen vergilbt wäre. Das ist natürlich schade. Sonst scheinen hier aber die Bemalungsdetails zu stimmen. Auf den ersten Blick ist der recht aufwendig bemalt eigentlich. Ja. Ah, jetzt gibt's hier leider ein. Bung. Ist sogar das, die Fingernägel auch bemalt. Gebrochen? Ganz schön. Was denn? Hier, das ist leider zu lose, aber hier auf denen. Weil das Ding machst du bis hierhin, bis zu diesem Anschlag. Mhm. Und das hier auch. Und wenn du mir das hier hinstellen willst, dann kippt da. Oh nee, war das? Ja, das kippt leider ein bisschen. So, jetzt ist Krang runtergefallen. Ich zeige euch den gleich mal im Detail. Hat er ja keine Befestigung, ne? Der sitzt da einfach nur so drin. Ich muss sagen, Krang hatte ich als Kind nicht. Der steht leider nicht, langweilig. Nicht wirklich. Ja, aber du kannst die Beine doch auch anders. Mach das doch gerade. Musst du ja nicht bis nach vorne. Ja, warte mal.
Ja, der steht schon. Der Kollege stellt sich ein bisschen ungeschickt an. Also hier Slash steht wunderbar jedenfalls. So, da ist er. Der Krang aus outside the box. Sehr schön durchsichtiges Glas. In der Vintage haben die manchmal so milchiges Glas. Das vergibt manchmal mit der Zeit, es sei denn, die haben das immer in der Sonne irgendwo gestellt. Waffen hier auch sehr schön einzeln, wie man es bei den späteren Waves immer hatte. Nicht in diesem dämlichen Gussrahmen. Ach ja, Mensch, die sind Menschenskind, die sind ja noch Waffen. Meine Fresse, ja. Slash hat aber wirklich viele Waffen. Slash gibt es auch als coole Necker-Variante. Hättest du ja mal holen können. Hab ich nicht. Das hast du gar nicht. Ich habe gesagt, es gibt sie als Necker-Variante. Warum hast du die nicht? Weil wenn ich mir jetzt... Ja, übrigens, es gibt ja eine Necker-Figuren, die sind extrem selten und werden nicht mehr hergestellt. Wobei übrigens Bebop und Rocksteady kommen tatsächlich demnächst nochmal neu raus bei Necker. Man kann sie dann wieder vorbestellen. Da habe ich schon eine Info gekriegt, dass die jetzt demnächst kommen sollen, weil dieses Set teilweise weit über 200 Euro kosten soll. Bei, ne, klar, eBay und Privatangeboten und so weiter. Und ja, die übertreiben auch ziemlich. Manche übertreiben das tatsächlich, weil auch die ganzen alten Turtles, diesen Two-Pack bei Necker, haben eine andere Farbe wie die normalen Turtles. Mhm. So, hier kann man seinen Dolch hinten in die. Ist die Kamera irgendwie dunkler geworden? Das ist mit dem Bild so. Also hier kann man auf jeden Fall sein Dolch hinten in den Gürtel stecken. Klappt sehr gut. Nein, die Kamera wird nicht dunkel, sondern es ist nur das Bild. Dann ist ja gut. Nur das Bild. Wenn es nur das Bild ist, dann macht es ja nichts. Nee, außerdem, wenn der rote Punkt noch leuchtet, dann ist alles gut. So, während ich jetzt noch hier kämpfe mit dem Schlauch hier. Ja, ich kämpfe auch gerade ein bisschen. So. Die letzte Waffe hier in die Hand zu kriegen. Hast geschafft. Boah, Alter. Meine Fresse. Also der Slash hat tatsächlich eine Waffe mehr, als er tragen kann. Ja. Also ich habe ihn hier schon richtig gut bewaffnet mit seiner Keule und mit seinem coolen Messer hier und der Dolch auf der Rückseite. Und dann hat er eben auch noch so ein Nunchaku, was hier extrem mit Spikes noch versehen ist. Sehr, sehr cool. Aber die Waffe kann er dann nicht auch noch halten. Und die kann man auch nirgendwo anbringen. Bisschen schade, die muss man dann irgendwie so im Regal daneben legen. Aber geile Figur auf jeden Fall. Also wie gesagt, einziges Manko, dass die Farbe vom Körper nicht ganz zum Rest passt. Sonst cool. Was mache ich jetzt hiermit? Das ist hier irgendwo vorne hier ran. Genau, der kommt... wie war denn das noch? Warte... Wo ist denn das Bild hier? Warte mal, wo ist denn... hier. Das kommt einmal in die Waffe. Er hat es in die Waffe und dann auf die andere Seite. Gib mal her. Genau, einmal in die Waffe ran und einmal... Das muss ich doch irgendwo wahrscheinlich irgendwo reinstecken können. Hier wahrscheinlich, ne? Also wir sind so doof. Warum müssen wir immer gucken? Aber das ist glaube ich falsch. Er hat es einfach in der Hand. Er hat's, also hier, man sieht es hier. Er hat hier einfach diesen Schlauch in der Hand. Macht ja gar keinen Sinn. Macht ja überhaupt keinen Sinn. Da hat wahrscheinlich einer bei den Produktfotos auch nicht gewusst, wohin damit. Hätte man ja mal dem Fotografen ja mal sagen können, pass auf, Kollege, ich glaube, so macht es eher Sinn. So, und jetzt gucken wir mal. Erinnert mich so ein bisschen an den von Robocop, ne? Den R2-D2. Wie heißt er noch? Ed 209, genau. Nee, ich mach's mal. Ja, mach die Beine gerade halt. Jo! Weil du hast hier, ist leider, das Ding ist hier. Ich glaube, man sieht hier in der Kamera. Das Ding ist hier leider zu locker, während er hier quasi, man hört, dass er einrastet. Finde ich auch deutlich besser. Und jetzt finde ich, wenn man die Beine tatsächlich gerade macht, dann steht er auf jeden Fall standfest. Er kippt, hat ja auch Riesenfüße. Ja, er kippt nicht nach vorne. Genau so soll es auch sein.
Zack. Ja, und dann ist, wäre ja quasi Crank hier feuerbereit hier mit seiner Piu Piu. Ja, die Wumme sieht eher aus wie eine Sonde eigentlich, finde ich. Das ist ein Saugnapf. Das ist ein Saugnapf. Und dann du und dann. Nein, nein, das ist schon ganz cool, was ich schon öfters gesehen habe bei der Vintage-Figur, dass hier das Glas immer richtig schön so milchig war halt. Ne? Und hier ist ja, das ist der schön, Kratzer, der Mikrokratzer ist das Stichwort. Ne, hier ist leider so Luftblase drin. Ja, wahrscheinlich, ja. Aber trotzdem, cooles Ding. Jetzt auch hier quasi in meiner, ja, Vintage, in Anführungsstrichen, Retro-Sammlung. Slash muss ich mir auch gleich nochmal ein bisschen genauer angucken. Das ist jetzt hier der Crank und hier haben wir nochmal Slash. Oh, das war aber ganz schön klein. Crank war auf jeden Fall gut bemalt. Was hattest du vorhin nochmal kritisiert wegen der Bemalung hier? Ach nur, dass der, hier, guck mal, es passt nicht ganz. Der Körper hat ein bisschen andere Farbe als der Kopf und der Hals. Müsste ja eigentlich eine Farbe sein. Das stimmt, das ist richtig. Ja, okay. Aber ich muss sagen, hier die Bemalungsdetails, auch hier an den Seiten, da kann man nicht meckern. Ich glaube, der hat genauso viel Farbe wie die Vintage-Version. Achso, das war auch noch dazu hier, ne? Ja, das kann er leider nicht mehr mit unterbringen sein, nun Choco. Ne, das wird nicht los, habe ich schon geguckt. Ja, der Crane ist wirklich cool. Der gefällt mir. Ja, doch so geht's. Nee. Obwohl, ja, damit man das Teil nicht verliert, quasi. Ja. Slash ist ganz cool, finde ich. Kannst du was zu diesem Charakter sagen in der in Comics oder in der Zeichentrickserie? Ich bin der Meinung, dass der eigentlich das erste Mal im Film aufgetaucht ist. Und dann hat man von ihm auch nochmal eine Zeichentrickversion gemacht. Glaube ich. Aber vielleicht irre ich mich auch. Ich fand ihn mal ganz cool, so als bösen Turtle. Aber viel weiß ich über ihn tatsächlich nicht. Ich glaube, dann haben wir alle, ne? Ja. Nee, stimmt ja gar nicht. Also Baxter Stockman fehlt noch. Ja, natürlich. Den Foodstone brauchen wir erstmal nicht auspacken. Den lassen wir erstmal so. Den lassen wir so, wie er ist. Und wir haben jetzt hier einmal noch den Baxter Stockman. Übrigens, du hast bestimmt schon Bilder gesehen. Es gibt ja demnächst ja einen neuen Turtles Animationsfilm im August. Mhm. Mayhem... Oh Gott, wie heißt der? Miles Mayhem. Genau. Und da gibt es ja auch eine entsprechende Toyline dazu. Und auch Playsets, dieses Sawyer Lair, dieses Haus. Mhm. Gibt's neu, das wollte ich mir nochmal holen als... das ist sehr groß, ne? Ja, als Diorama für die kleineren Figuren. Mhm. Quasi. Ich weiß, es gibt in all den Jahren, gab es schon viele... Häuser, dieses Lawyer Lair Playset von dieser 2015er, 2016er Toyline gab es das zum Beispiel, diese total missglückte CGI-Animationsserie, wo der Look so ein bisschen gewöhnungsbedürftig aussieht. Also ein bisschen asiatisch, ne? Genau, und da gab es, aber die sind extrem scheiß teuer, diese Playsets, obwohl die gerade mal nur ein paar Jahre alt sind. Also es kostet alles nach einiger Zeit, wenn es nicht mehr verfügbar ist, so viel Kohle. Deswegen will ich dann gleich sofort zuschlagen, wenn es verfügbar ist. Und ich hoffe ja, weil das ja auch ein neuer Kinofilm ist, dass es auch im Smith Toys dann zum Beispiel verfügbar ist halt. Denke ne? schon. Würde ich auch sagen. Das ist dann. Ist cool auf jeden Fall. So, ich nehme mal den verglückten Bebop. Ach ja, die haben wir auch noch. Und wir haben noch die Rocksteady. Ist jetzt nochmal laut. Wenn ihr hier sehen würdet, wie das jetzt hier seitlich hier aussieht und hier unter uns, also... Ganz schlimm. Also das hier, die Pappe mit dem Charakternamen, das hebe ich auf, der Rest kommt weg. Auch die Karte kann man könnte eine vielleicht mal aufheben, die ein bisschen noch gut aussieht, aber der Rest, das kommt weg. So, Slash wollen wir mal zur Seite packen hier. Crank auch. Das sieht ja richtig. Oh, guck mal, schöne Bemalungsdetails hier. Von Baxter Stockman. Auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, es scheint wirklich nur der Bebop zu sein, der unfertig vom Produktionsband gefallen ist. Bevor die Bemalung abgeschlossen war. Der hat hier tatsächlich nur zwei Bänder.
auch eigenartig, warum manche so 2, 3, 4, jetzt hier sind es nur 2, das Waffenreck hat 1, weil ich finde... Bei ihm war es auch mal ein Band hier. Ich finde, wenn man die so reindrückt in den Blister... Kann eigentlich schon gar nicht mehr passieren. Eben, es sei denn, du die rackelst zu dermaßen darum. Voll unnötig. Naja, was soll's. Ja, also Baxter Stockman, sehr cool, schöne Figur. Muss mal gerade gucken, hier noch seine, seine Waffe. Hast du gerade die Waffe da geschossen? Nee, das war das Zeug da drin. Er hat ja hier so eine mechanische Fliegenklatsche, in der sogar eine kleine Schildkröte drin klebt. Finde ich ein bisschen mies, muss ich sagen. Ganz miese Nummer. Aber die Figur ist durchaus schön gelungen. Kann man sich nicht beschweren. Mal von hinten. Ist schön geworden, auf jeden Fall. Der ist furchtbar. Kann ihn gar nicht angucken. So, jetzt sehen wir hier ausgepackt den Bebop. Und das ist das, was Stefan gerade meinte hier. Die Füße oder Schuhe ist alles schwarz, komplett geil, keine Details hervorgehoben. Auch hinten der Schwanz beispielsweise von dem Charakter ist auch komplett alles in schwarz. Also hier ist es wirklich ein Produktionsfail. Und sowas darf es natürlich halt gerade bei Playmates, die natürlich halt ja bekannt für ihre Turtles Vintage Line sind, dass sowas darf eigentlich nicht passieren. Ja, das ist echt ein Unding. Aber einer muss es ja abgesegnet haben, ja, ihr macht das so und dann wird es dann halt so produziert, weil... Ja, aber was ich unverständlich finde, alle anderen Figuren scheinen ja ihre volle Bemalung zu haben und man hätte ja hier das auf den Flügeln auch weglassen können. Hätte ja auch, wäre ja gut nicht groß aufgefallen. Ne, die, oder hier diese Adern hätte man ja auch weglassen können. Ob es verschiedene Design-Teams dort arbeiten, dass sie dann ich halt... Ich glaube, den Bebop, das war einfach so ein Maler, der keinen Bock hatte. Ja, das ist wirklich eine interessante Frage. Ist das einfach bei der Qualitätskontrolle durchgerutscht oder hat man gesagt, ne, der Bebop, da reicht eine komplett schwarze Hose und schwarze Schuhe. Und guck mal hier, die Armbänder sind auch nicht bemalt. Die sind eigentlich auch bemalt ja. Bei der Vintage-Version. Gut, die lassen sich drehen, ja. Aber ja. Ja, das ist wirklich absoluter Mist. Ich gehe da hier nochmal mit dem Messer nochmal bei. Ja, wegen den. Also Baxter Stockman auf jeden Fall eine coole Figur. Bebop, kann man den Dolch hier irgendwo ranmachen? Den Dolch? Naja, hier ist ein Dolch dabei. Das ist ein Messer. Dolch, Messer, das ist ja, wo ist denn da der Unterschied? Ein Dolch ist ja wohl kein Messer. Ein Messer ist kein Dolch. Ich krieg jetzt die Waffe jetzt hier nicht so ab. Glaube ich auch nicht. Ja, mache ich mal später. Es gibt jetzt hier quasi... Es gibt nur das Schild. Wo ist der letzte? Soll das so sein? Auf der... Oder so? Wie du willst. Also, ein Deckel von der Mülltonne als Schild zu benutzen, das ist schon... Klassiker. Das ist echt ein Klassiker. Also hier zum Beispiel, jetzt ist das Schild, ne? Das ist so ein Deckel von der Mülltonne quasi. Ja. Messer ein bisschen hier etwas ärmer an Details als das Original, aber ist okay. Kann man machen. Der will nicht. Ich kann ja mal versuchen, du packst mal den nächsten aus. Ja, dann haben wir noch quasi als letztes, das ist die letzte Figur was in diesem Set, genau, haben wir Rocksteady. Geht doch. Ja gut, wenn man die Arme ein bisschen, die Gewichtsverlagerung nach vorne mit den Armen nachher. Ich habe nur den Fuß ein bisschen umgestellt. Die Füße sind extra so angewinkelt, dass man die tatsächlich nur so in einer bestimmten Position hinstellen kann. Das war ja bei den ganzen Turtles der ersten Line so, dass die so Füße hatten, die nur in einer Position wirklich funktioniert haben. Das geht echt wirklich sehr schnell hier. Zack. Mhm. Opala, Mensch, der Baxter, der ist abgestürzt. Hat einen Abflug gemacht. Ja. So, und hier gibt es natürlich wieder, ja, leicht bessere Bemalung, wobei auch hier... Aber sie haben viele von den Camouflage-Flecken weggelassen. Weil die Vintage hat mehr? Ja, viel mehr. Ach ja, hättest du einfach mal mitbringen können. Ich weiß, ich habe nichts gesagt.
Das heißt jetzt, ich bin schuld? Wenn du es so sehen willst. Okay, wir einigen uns darauf, dass ich schuld bin, weil ich habe leider nichts gesagt. Das stimmt eigentlich. Aber da ich ja dachte, du bist ein intelligenter Mann und auch erwachsen. Bin ich auch. Ja. Aber ich dachte, das bringt nichts, weil du hast die Figuren ja. Aber dass uns dann hier so ein Fail erwartet. Was ich habe. So, das. Und jetzt nochmal dieses Waffenrack. Also hier finde ich es jetzt verschmerzbar, muss man sagen. Sie haben halt hier die Armreifen nicht bemalt und die Hose hat ein bisschen weniger Camouflage als im Original. Der Rest passt soweit, würde ich sagen. Gesicht ist gut bemalt, wie bei der Vintage-Version auch, bei diesen rosafarbenen Augäpfeln, was auch immer so ein bisschen fies aussieht. Aber das passt soweit. So, jetzt haben wir hier quasi eine Wumme. Das Schild mit City Sawyer Aufdruck. Also, ne, also jetzt hier nochmal das ein, die Waffen mit Aufdruck. Gullideckel. Genau, ja. Und dann hier nochmal, würde ich sagen, das ist jetzt ein Dolch oder ein Messer. Das sieht aus wie das Rambo-Messer. Ja, es ist wieder ein Messer, kein Dolch. Was sagst du nicht der Rambo-Dolch? Das Rambo-Dolch. Was? Das wird ja immer schlimmer. Okay, oh, das sieht ja richtig, richtig geil jetzt hier aus auf dem Tisch. Das könnt ihr kannst nichts davon sehen, nicht sehen, aber eine ganze Turtles-Armee, die uns jetzt hier anlacht. Ja. Guck mal, Schlauch ist wieder abgeplatzt. Das sieht, guck mal, das sieht jetzt hier richtig geil aus von Mutagen Man, wie jetzt hier der Schlauch jetzt hier so, wie so eine Antenne jetzt nach hinten geht. Das ist so windschnittig. Das ist schon sehr schick, ja. Ach ja, Leute, ich werde mir irgendwann mal über bestimmte Umwege den Tank... Aufruf, wenn ihr bis hierher gekommen seid, sollte es irgendjemand von euch da draußen geben, der dieses Video sieht und vielleicht tatsächlich von Mutagen Man die Waffe und den Tank irgendwo als Zubehör hat und er möchte es abgeben, meldet euch bitte. Aber unter 30 Euro. Ja, ja. Weil ich habe eBay-Angebote gesehen von dem Zubehör, wobei das kam aus Amerika natürlich, das Angebote, wenn man das jetzt hier nochmal hierher schicken lässt. Ich weiß gar nicht, ob da nochmal Zoll hinzukommt. Wahrscheinlich ich glaube, schon. Ich glaube nur bis zu einem bestimmten Betrag sind es, glaube ich, nur Steuern und ab einem Betrag sind Steuern und Zoll. Nicht mehr. Zoll ab 1. Euro. Okay, also wird deutlich teurer als dann 30 Euro für zwei kleine Plastikteile. Leute, das ist, glaube ich, das ist ein bisschen zu viel. Es sei denn, ich habe irgendwann demnächst auf der Toyplosion nochmal Glück. Das genau. Kann nicht sein. Leute, guck mal, auch das Messer ziemlich dünn. Ne? Guck mal hier. Ja, man kann nicht. Scheint durch. Es ist billig. Also das Originalmesser schien nicht durch. Ich habe das zu Hause. Das ist nicht so... Also ich weiß nicht, ob es dicker ist unbedingt. Dann können wir ja tauschen. Nein, danke. Es sei denn, ich krieg den Michelangelo. Welchen? Den Movie Michelangelo. Den Movie? 100 Euro, habe ich doch gesagt. Nee, gegen den Dolch. Ich tausche gegen den Dolch. So. Ja. Ist cool, bedeutend besser. Hier gibt's auch kaum irgendwelche... Ja, sie haben Farbfehler, also... Die Armreifen halt nicht bemalt, ne? Ne? Aber trotzdem, einige Figuren hatten ein paar Farbfehler, ja. Bemalungsfehler, aber das ist nun mal in der Produktion, da haben die Masters, Origins, die erste ein, zwei Waves waren richtig schlimm teilweise von der Bemalung her. Immer ein bisschen, guck mal hier auch am Hals ein bisschen, da sitzt ein paar. Ja, aber ich finde das okay. Also ich sag mal so, in Amerika kosten die Figuren teilweise so zwischen 10 und 13 Dollar im Schnitt, je nachdem, wo man sie kauft. Und da kann man solche Sachen halt in Kauf nehmen. Kann man verschmerzen. Ja, wie gesagt, hier nochmal einmal, das war jetzt Rocksteady, genau. Aber guck mal, hier hat man an der Hand auch schon so ein bisschen Farbabrieb, obwohl der direkt aus der Verpackung kommt. Lass mich nochmal den... Der extra nochmal. Ich glaube, du musst. Ich weiß nicht, wofür das hier ist. Was das hier genau darstellen soll. Weißt du das? Wie ist denn das auf der Box? Der hat ja die Waffe gar nicht in der Hand. Auch geil. Ja, gut, man sieht ein paar Bemalungsfehler hier. Schwache Übergänge, aber hey, komm. Das ist schon in Ordnung. Wenn er so in der Vitrine steht, sieht er gut aus. Wir haben uns gerade gefragt, wofür dieses Teil hier an der Waffe ist. Weil das auch eine Figur, die ich als Kind nicht hatte. Ich weiß nicht genau, was das hier sein soll.
kann man so sein. Man kann es fallen lassen einfach auch. Genau, genau. Also weg. Weg. Die Waffe ist wegrationalisiert. Genau. Baxter ist jetzt waffenlos und da fehlt der Roxy. Meine Güte, das ist ja gut, wenn die nachher in der Vitrine stehen, ist es wegen dem wahrscheinlich wegen dem Teppich. Genau, wegen dem Teppich auf dem Tisch. Ja, Leute. Ich würde sagen, haben wir es, ne? Da haben wir es alles, genau. 2, 4, 6, 8, 10, 11 Figuren. 11 Figuren. Wahnsinn. Und eine Waffe, die auf dem Boden liegt. Ja, dann. Sagen wir bis zum nächsten Mal, ne? Würde ich sagen auch, ne? Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Turtle Time. genau. Wir machen erstmal Feierabend. Und sehen uns in einer der nächsten Videos wieder. Ach so, wie gesagt, Aufruf an euch, wenn ihr das Zubehör von Mutagenman habt, meldet euch bitte. Welche Figur dieses Video fandet ihr am geilsten? Welche hattet ihr als Kind? Einfach mal runterschreiben in die Kommentarbox und dann liken und abonnieren nicht vergessen. Bei Zodax Zeittresor auch nochmal vorbeischauen. Auch da ein Abo lassen, da freut er sich, da macht er Flickflacks dann in Form eines Videos. Machst du das auch wirklich? Natürlich. Selbstverständlich. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Wiederschauen, reingehauen. Ja, da haben wir doch einiges hier.